Warum sind in diesem Laken zwei Löcher drin? Das war ich. Ab und zu geister ich nachts in der Pädiatrie rum. Oh nein, oh nein, oh nein! Hey, ist ja gut. Aber jetzt wird der Geist der Verkleckertes Hass kommen. Wer? Ganz recht, Devin. Er kommt vielleicht schon heute Nacht. Und wie du weißt, wurde die gesamte Familie dieses Geistes von einem achtlosen Kleckerfritzen getötet. Genau wie du einer bist. Genau wie du einer bist. Okay, das hört jetzt sofort auf. Wissen Sie, was Kinder für Ferkel sein können und wie sauber die Zimmer sind, seitdem er spukt, der Geist? Außerdem knüpfe ich mir nur Kinder vor, die die Mandeln rauskriegen, die verwöhnten, die dreimal am Tag Eis kriegen. Wissen Sie, was ich essen musste, als mir die Mandeln entfernt wurden? Was? Heißen Kaffee und Müsli-Riegel. Heiß und kratzig. Heiß und kratzig. Sind Sie geistesgestört? Ein bisschen müde. Ich habe die ganze Nacht Rollerbladen geübt. Ich will, dass der Geist ein bisschen mehr gleitet. Ich wünschte, sie hätte einen Freund, mit dem würde ich knutschen, um sie heimzuzahlen. Okay, jetzt reicht's aber. Du kannst nicht einfach Elliots und Melodies Freundschaft kaputt machen. Du musst es beichten. Sag ihr, dass du an allem schuld bist. Jetzt ist es auch schon egal. Sie ist wieder abgereist. Oder du sagst einfach nichts. Was denkst du? Da Keith noch verreist ist, könnten wir doch unser Treffen heute Abend nachholen. Irgendwas unternehmen. Ja. Danke, das wäre schön. Cool. Buh. Ich fürchte das Schlimmste.